Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, liebe YouTuber, liebe Zuseher hier auf meinem YouTube-Kanal bei Zackis Fußballwelt. Ich begrüße euch wieder zu einer weiteren Folge. Vorige Woche haben wir ja mich ein bisschen besser kennengelernt. Jetzt schwenken wir aber wieder um zu den Spielern. Ich freue mich ganz besonders, dass heute ein neuer Spieler bei mir ist, der aber sein erstes Tor geschossen hat für die Austria Klagenfurt. Wir begrüßen Turgay Gemicibasi. Ich werde mir gleich fragen, ob das jetzt richtig ausgesprochen war oder nicht. Werden wir auch noch erfahren. Freut mich, dass er heute bei mir ist. Sein erstes Tor. Wir werden über Tirol reden, über seinen Meistertitel. Ist er ein Meister auch. Also bleibt dran, schaut rein. Viel Spaß bei der weiteren Folge. Schon ist er hereingesprintet, unser Turgay. Servus Turgay, danke für deine Zeit. Kein Problem. Er ist zweimal die Stirn auf und ab gelaufen, weil wie man ihn sieht, dann fällt, ist er unser Duracell-Hase. Über das werden wir auch noch reden heute. Aber in erster Linie wollen die Leute dich kennenlernen. Sie sehen ihn nur am Feld und sie sehen dein strahlendes Lächeln, aber mehr wissen sie halt auch nicht, gell, über dich. Deswegen frage ich dich gleich als erste Frage, Turgay, wie spricht man den Namen jetzt richtig aus? Ich habe es ja schon im Anspann, sag mal, oder im Teaser, hoffentlich richtig ausgesprochen, ist es richtig oder nicht? Auf Türkisch sagt man Turgay Gemicibasi, aber so für die, ich sage jetzt mal für die Europäer oder für die Deutschen, ist Gemicibasi sehr, sehr gut ausgesprochen. Turgay Gemicibasi. Das ist top gemacht. Dankeschön, freut mich sehr, bin ja hoffentlich, sollte auch so sein als Teammanager. So ist es. Du bist ja Meister geworden mit Blau-Weiß Linz, hoffentlich wissen es die meisten, weil ist ja ein relativ schöner Erfolg. Wie war es für dich so, vorige Saison Meister zu werden, obwohl du gewusst hast, ihr könnt ja nicht aufsteigen? Klar, es ist schade auf der einen Seite, aber einen Meistertitel kann dir keiner mehr nehmen. Also der wird für immer jetzt drinstehen, dass ich Meister geworden bin in der zweiten Liga Österreichs. Und ja, wir haben ohne Druck gespielt, ne? bis die letzten drei Spieltage bevor es feststeht, dass es wirklich um Meistertitel geht. Da haben wir ohne Druck gespielt und ja. Und dann kam aber so der Druck dazu, aber wir hatten eine Mannschaft, die relativ gut mit dem Druck umgehen konnte. Und ja, dann hat uns ein 1-1 in Salzburg gereicht und ja, wir sind Meister geworden. Ja, absolut verdient. Haben wir ja hautnah mitbekommen, obwohl wir euch ja geschlagen haben. 1-0, weil ich glaube, eine von zwei Niederlagen, sogar bei euch zu Hause. Ja. Das war, ja, seid ihr trotzdem nur hinterher gelaufen in dem Spiel. Blödsinn. Die ersten 20 Minuten, ihr wusstet nicht, wo hinten und vorne ist. Blödsinn. Geil. Geil. Weiter. Jetzt hast du gerade gesagt, ohne Druck, das wäre meine nächste Frage gewesen. War es deswegen leichter? Seid ihr deswegen, weil ihr keinen Druck gehabt habt, überragend Meister geworden? Ja, ich sag mal, also von uns hat keiner was erwartet. Wir waren im Sommer mit 11 Spielern, glaube ich, wo es angefangen hat, waren wir 11 Spieler unter Vertrag. Jeder hätte in der Startelf spielen können und deshalb hat sich keiner von uns was erwartet, aber wir waren dann so eine Einheit, dass wir ja ohne Druck gespielt haben. Klar war es einfacher, weil wenn du den Druck hast und sagst von vornherein, du willst Meister werden, da, zum Beispiel wie es bei euch war, dann wird es meistens nichts oder wird sehr, sehr schwer und ja, wir haben es ohne Druck gespielt und im Winter waren wir Dritter und dann ja, sind wir auf einmal durchmarschiert mit 11 Niederlagen, mit 11 Siegen in Folge, längste Siegesserie, die es bislang, glaube ich, in der zweiten Liga gab. Und ja, und dann, ja, wie du sagst, ist es auf jeden Fall viel einfacher zu spielen, wenn du keinen Druck hast. Und da du ja prägender Spieler warst in der Mannschaft, ist natürlich unser Verein auf dich aufmerksam geworden. Wann waren denn eigentlich die ersten Gespräche so? Weil die waren relativ früh, da stand, also ich glaube, das waren 5-6 Spieltage vor dem Ende, da stand auch noch gar nicht bei euch, das war bei euch dann so, dass ihr gar nicht mehr. Es sah so aus, als würdet ihr nicht aufsteigen. Da waren die ersten Gespräche, da ist der Matthias Imhoff nach Linz gekommen. Und ja, da haben die Gespräche eigentlich angefangen. Und die waren wirklich sehr, sehr positiv. Und das war ja natürlich, dann war es ja schon klar, bevor überhaupt Meisterschaft aus war, dass du zu uns kommst. Genau, ich habe mich schon, die Gespräche waren dann so positiv, dass ich mich vorher schon entschieden habe, dass ich nach Klagenfurt wechseln werde. Also. Ich glaube, das hätte nicht jeder an meiner Stelle gemacht, weil ich hatte schon das ein oder andere Angebot aus der Bundesliga, aber ich habe mich dann für Klagenfurt entschieden, da der Harald und die Gespräche mit dem Harald und mit dem Matthias sehr, sehr positiv waren. Und ja, dann habe ich von vornherein gesagt, okay, ich gehe den Schritt jetzt mit Klagenfurt, egal ob erste Liga oder zweite Liga. Zu dem Zeitpunkt stand es eben nicht fest. Ich habe dann das Wort gegeben, das war nach dem letzten Spieltag, wo wir Meister geworden sind, bin ich von Salzburg dann direkt hierher nach der Meisterfeier.
haben dann die letzten Details besprochen und ja, dann habe ich mein Wort drauf gegeben, dass ich nach Klagenfurt wechseln werde, egal jetzt von der Liga unabhängig, ob erst oder zweite Liga. Und ich glaube nicht, dass das viele Spieler gemacht hätten. Glaube ich auch nicht, aber natürlich, da gehören viele Punkte dazu, dass du dann die dann so entscheidest, die wirst du am besten wissen. Deswegen da hake ich auch nicht weiter nach. Ja, und dann war eben, du warst dann schon bei uns, aber wir haben dann Relegation gespielt. Wie war das dann für dich? Das muss ja ein Wahnsinn gewesen sein. Ich habe es einmal erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ich war bei der WRC hat Relegation gespielt, dann in die zweite Liga aber nur und habe auch zugeschaut und habe gehofft, dass sie aufsteigen. Aber wie war das für dich jetzt gegen St. Pölten zum Zuschauen? Boah, das war ganz crazy. Also ich muss sagen, das Spiel in Salzburg wurde abgepfiffen und mein Berater deutet mir irgendwas, dass irgendwas mit Klagenfurt, dass sie in die Relegation gehen. Dann bin ich näher zu ihm und dann hat er mir gesagt, dass welche Mannschaft hat verkackt? Innsbruck. Wacker Innsbruck hat verkackt gehabt und ihr habt ja gegen Rapid gewonnen. Und dann stand fest, dass ihr in die Relegation geht. Mhm. Ja, und zu dem Zeitpunkt war ich dann in Dubai im Urlaub und habe mir die Spiele angeschaut. Ich konnte es nicht anschauen, weil ich da die Verbindung nicht bekommen hatte. Und auf einmal schaue ich nach dem ersten Spiel 4-0 und da war mir eigentlich schon klar, dass ich nächstes Jahr Bundesliga spielen werde, weil ich denke mir, keine Mannschaft würde sich in der Relegation das 4-0 nehmen lassen und ja, so war es dann auch. Also es war ein unglaublich schönes Gefühl. Geil, gell? Ja. Und das noch im Urlaub auch noch, gell? Ja. Ja, okay. Hast du dann in Dubai auch noch Wasser getrunken, so wie jetzt immer, oder? Na, also an dem Abend habe ich wirklich getrunken. Okay, nicht okay, rein. Ja. Und so kenne ich dich nicht. Ja, wenige kennen mich so. Mhm. Also es war wirklich ein unglaubliches Gefühl, muss man wirklich sagen. Also, wow. Und jetzt, Durgi, gleich einmal der erste Tor vom Elfmeterpunkt gegen WSG Tirol. Wie war das Gefühl und wie war das Spiel für dich? Weil ich meine, ich war live dabei, das Spiel war nicht normal wieder einmal, typisch Austria, aber erzähl den Zuschauern, die aus deiner Sicht, wie das Spiel war. Wir sind sehr gut reingestartet. Ja, und dann fängt es auf einmal an zu regnen. Nach 20 Minuten war Spielabbruch. Boah, komisch gewesen. Dann gehst du rein, 1,5 Stunden, weiß nicht, ob es weitergeht, geht es weiter, geht es nicht weiter. Ja, dann ist es weitergegangen. Dann kriegen wir es 1-0. Also ich glaube, bei uns ist es so, wir brauchen immer ein Gegentor, damit wir wach werden. Auf einmal sind wir wieder da. Mhm. Und ja, dann kriegen wir es 1-0, dann schwimmen wir 10 Minuten, wo man auch Glück haben kann, dass wir nicht 2-0 in Rückstand gehen, 3-0. Ja, aber dann, keine Ahnung, sind wir wach geworden und auf einmal machen wir es 1-1, dann waren wir wieder komplett da. Ja, dann kriegen wir 11 Meter, wo ich sagen muss, wir haben einen Tag davor diskutiert, wer könnte schießen, wenn es dazu kommt. Ja, und dann habe ich gesagt, ich würde schießen, auf jeden Fall. Ich würde mir den Ball nehmen, wenn keiner was dagegen hat. Ja, und dann, wo der Video-Check kam, wusste ich direkt, das wird ein Elfer sein, weil im Spiel war es auch schon direkt klar. Ja, und dann muss ich auch sagen, größten Respekt an Pinky, dass er dann als Stürmer sagt, weil ein Stürmer wird ja an seinen Toren gemessen, dass er mir dann sagt, Dugi, nimm du dir den Ball, schießen rein. Also wie gesagt, das größten Respekt an Pinky, dass er mir den Ball gibt, dass er mir den Elfer überlässt. Ja, dann habe ich mir genommen und ich war eigentlich, ja, ich mag so diese Drucksituation, dass du jetzt treffen musst. Und ja, also für mich war klar, dass ich ihn reinhauen werde und ja, dann habe ich getroffen und ja, war ein schönes Gefühl, ne, in der Bundesliga erst Tor zu machen. War ein sehr wichtiges Tor, ja, haben wir uns alle sehr gefreut. Pink, Charakterspieler, Hut ab. Hätte man nicht von dir gedacht. Schaut sicher zu. Nachher. Du bist der Deutsch-Türke, gell? Das heißt, du hast einen deutschen Pass, aber türkische Wurzeln und du hast ja zwei Staatsbürgerschaften. Gell? Genau. Das heißt, du kannst für Türkei Nationalteam spielen. Genau, ich habe für Türkei in der U16, U17 und in der U18 gespielt. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist eines meiner größten Träume, wo ich sage, da will ich jetzt auch nochmal Fuß fassen. Wie gesagt, schau dir den Ercan Karan an, ich habe mit ihm vor 3 Jahren noch zusammengespielt. Jetzt spielt er im Nationalteam von Österreich. Also wie gesagt, also wenn du Bundesliga spielst, alle Türen sind offen, wenn du deine Leistung bringst. Und ja, das ist so ein Traum von mir, wo ich sage, dafür würde ich alles geben, dass ich für die türkische Nationalmannschaft einberufen werde. Ich würde es dir wünschen. Gib weiter so Gas, dann wirst du es sicher schaffen, ohne Probleme. Was denkst du, was ist jetzt mit der Austria alles noch möglich? Wie siehst du unsere Chance in der Meisterschaft? Also ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass wir es schwieriger haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte erst,
boah, weil Bundesliga ist schon ein Unterschied und von uns, ich glaube, wir hatten 3 oder 4 Bundesligaspieler erst, die davor Bundesliga gespielt haben und die anderen haben alle ihr Debüt dieses Jahr gegeben. Aber wenn man dann so sieht, wie wir gegen Salzburg gespielt haben, wie wir gegen WRC gespielt haben, gegen Salzburg wäre mehr drin gewesen, Minimum ein Punkt. Dann gegen WRC, muss ich ehrlich sagen, müssen wir gewinnen, ist meine Meinung. Wenn wir da in der ersten Halbzeit in Führung gehen und die den Elfer nicht bekommen, denke ich schon, dass wir das Spiel gewinnen werden. Und ja, dann dieses Scheißspiel gegen der Admira, wo wir 2 unnötige rote Karten bekommen, denke ich auch, dass wir das Spiel dann, dass das Spiel anders ausgehen würde. Also im Großen und Ganzen können wir zufrieden momentan mit den 8 Punkten sein, aber es wäre auch mehr drin gewesen. Und ich bin immer eher so, ich will mich eher nach oben orientieren und ich glaube, wenn wir so weiterspielen und uns noch besser, noch weiter verbessern innerhalb der Mannschaft, denke ich schon, dass wir mit dem Abstieg auf keinen Fall was zu tun haben werden. Ich glaube, wir kennen dich jetzt besser. Wir hoffen, dass du verletzungsfrei bleibst, dass du so gut drauf bleibst, dass du jede Woche dein Essen kriegst, weil das muss ich immer runterbringen, dann kriegt der Essen geschickt, das ist eine andere Liga. Das mache ich natürlich gern für dich, wenn du weiter so gut kickst. Damit sage ich danke, dass du da warst. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Normal sitzt jetzt noch immer am Radl, aber für die Zackes Fußballwelt haben schon einige die Regeneration aufgeben, das gehört auch so. Also liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Das war eine weitere Folge Zackes Fußballwelt. Wir sehen uns bestimmt wieder, kommen spannende Gäste. Vielleicht einmal eine ganze Folge auf Englisch, aber das muss ich mir noch überlegen. Wir haben ja 2 englische Spieler dazu bekommen, beziehungsweise Amerikaner, Kanadier. Danke fürs Zuschauen, danke an den Kameramann, an das ganze Team. Hinter der Kamera sind einige Leute, 22 haben wir das letzte Mal gehabt. Schönen Abend euch allen, liebe Austria-Fans, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Pfiat euch. Und kommt ins Stadion. Nick, wenn jetzt was weiterredest, dann sendet er danach. Verstehst? Also bleib jetzt so, wie du warst, weil das sendet das sonst, wenn du jetzt irgendein Mist sagst. Gott, Zupfi. Ich hol jetzt aus, Zupfi.